Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge zu DaVinci Resolve 17 schauen wir uns die Exportseite an, da wo man die Videos nach dem fertigen Schnitt ausgeben kann. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, wo befindet sich diese Seite, diese Deliver-Seite oder Export-Seite? Ganz einfach hier drüben, ganz rechts auf diesem Icon, der aussieht wie eine Rakete. Und wenn wir das hier öffnen, öffnet sich dieses Fenster hier. Hier oben haben wir zum einen mal den Titel von meinem Video hier, das ist das Tutorial, und hier den Rough Cut, die Sequenz. Dann darunter haben wir hier die fertige Sequenz, sowohl in diesen einzelnen Videoansicht wie auch hier in der Timeline im Gesamten hier. Ich sehe hier den Ton und alle möglichen Varianten hier. Hier drüben rechts habe ich eine sogenannte Renderkeue, das ist eine Warteschlange hier, wo dann die einzelnen Jobs, die ich dann hier drüben eingebe zum Rausrendern des Videos, reinkommen. Und wenn ich die dann starte, sehen wir nachher, werden die Videos gerendert. Hier oben haben wir die Möglichkeit auszuwählen, wie wir das Video exportieren wollen. Zum einen mal hier Custom, da kann ich den Titel eingeben, zum Beispiel hier Tutorial. Darunter dann die Location, wo es hin soll, also wohin soll das Video gerendert werden. Wenn ich hier auf Browse klicke, sehe ich hier, welche einzelnen Möglichkeiten hier an Laufwerken ich habe. Wir schließen das mal. Darunter habe ich dann hier, was ich rendern will, also den einzelnen Clip oder die einzelnen Clips individuell. Dann hier auf der Registerkarte kann ich die Audio einstellen, auf der Videokarte das Video und hier bei File natürlich das File. Ich sehe auch hier unten, wie viel Space mir auf diesem Platz hier noch bleibt. Also hier habe ich 84% und da habe ich dann auch noch 84%. Ich habe hier die Möglichkeit, den Render Speed, das Maximum hier natürlich einzustellen. Beim Audio lasse ich das meistens so 16 Bit und auf AAC. Und beim Video kann ich hier einstellen MP4. Hier das File-Format und dann welchen Codec, H264 oder H265, da verwende ich meistens H264. Dann will ich die Hardware Acceleration verwenden, das heißt die Grafikkarte soll mitrendern hier. Die Network-Optimisation, wenn das übers Netzwerk geht, brauchen wir hier in unserem Fall nicht. Dann hier die Auflösung, wir wollen Full HD und hier bei 24 Bilder. Dann hier die Qualität. Die ist jetzt hier in diesem Fall auf 1000 Kilobits pro Sekunde restriktiert. Ich kann hier das auf automatisch sagen. Das Encoding Profile lasse ich hier auf High. Und hier unten die Keyframes auch auf automatisch. Und die Frames sollen eingelagert werden. Bei den Advanced Settings hier könnte ich noch viele verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel ob das CinemaScope ist oder Square. Hier in unserem Fall brauchen wir hier nichts einzustellen, das ist nur in den seltensten Fällen nötig, dass ich hier etwas einstelle. Und zu unterst haben wir noch die Untertitel, auch da brauche ich das nicht einzustellen, wenn ich keine Untertitel habe. Hier im Fall kann man hier einstellen, den Untertitel zu exportieren als separates File oder in das Video einzubrennen oder als sogenannte Captions zu importieren. Und hier noch das File ist das SRT. Das ist das, was ich dann auch gebrauchen kann, für auf YouTube hochzuladen, wenn ich einen Untertitel habe. Wenn dann das Ganze okay ist, kann ich hier das Ganze zu Add to Render Queue machen und dann wird es hier drüben in den Job gelegt, das ist den Job 1, und ich kann dann hier auf Render All und dann würde das Ganze gerendert werden.
Hier in meinem Fall lösche ich das wieder, weil wir wollen das Video dann nicht rendern. Neben dem Custom, also nur das Videofile, habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze für YouTube zu exportieren. Auch da habe ich wieder das Gleiche, die gleichen Einstellmöglichkeiten wie bei Custom. Ich habe dann hier unten noch die Möglichkeit, direkt auf YouTube hochzuladen. Dann kann ich hier den Titel und eine Beschreibung eingeben und hier unten zum Beispiel die Kapitel hier von den Markers zu nehmen. Also ich kann hier zum Beispiel, wenn ich ein Tutorial hochgeladen habe, einzelne Marken setzen, wo die einzelnen Kapitel sein sollen. Dann hier die Sichtbarkeit, ob privat, public oder unlisted, und hier in welcher Kategorie das erscheinen soll. Die gleichen Möglichkeiten habe ich hier auch für Vimeo und natürlich für Twitter und auch für Dropbox. Zu diesen vier Sachen muss ich noch eine zusätzliche Einstellung machen, und zwar hier unter Preferences, DaVinci Resolve Preferences, und hier auf der Seite Internet Accounts. Hier muss ich dann meinen YouTube, Vimeo, Twitter oder Dropbox Account hier verbinden. Erst dann kann ich das Ganze natürlich hier hochladen. Wenn ich das gemacht habe, drücke ich hier auf Save und dann wird das Ganze mir gespeichert. Neben diesen vier Social Media Accounts hier kann ich auch natürlich noch weitere Exportmöglichkeiten machen. Ich kann hier das Ganze als ProRes Master, also wenn ich das zum Beispiel zur Weitergabe in hoher Qualität brauche, oder einen H264 Master in H264, auch da habe ich wieder die ähnlichen Einstellmöglichkeiten wie bei dem ersten, bei dem Custom. Und ich kann auch ein H265 Master exportieren. IMF ist ein Generic File zum Weitergeben, und dann habe ich hier noch die Möglichkeiten für Final Cut, Premiere, Avid oder Pro Tools das Ganze zu exportieren, oder hier drüben auch nur den Audio-Teil hier zu exportieren. Hier oben habe ich die Render-Settings, hier kann ich die Ansicht etwas ändern, so dass ich hier unten mehr sehe und dafür hier drüben etwas weniger sehe. Die Render-Settings ist dann das hier, was wir angeschaut haben. Hier oben kann ich noch ein Tape exportieren, da kommt natürlich bei mir hier eine Fehlermeldung, weil ich kein Videotape angeschlossen habe. Und dann hier oben habe ich die Clips verschwunden, also dass nur die Timeline angezeigt wird und nicht die einzelnen Clips. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial zum Export von Videofiles in DaVinci Resolve 17 gefallen und weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr hier mir einen Daumen nach oben gebt und auch nicht vergesst, hier oben meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Ab nächster Woche werde ich weitere DaVinci Resolve Tutorials produzieren. Und wir sehen uns garantiert wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!